Das sind Armschützer. Sie gehören ans Handgelenk. Es ist wichtig. Bitte vertrau mir einfach und leg sie an. Ich bin im Krankenhaus aus meiner Haut gefahren. Und man schleppte mich durch ein Rift-Tor. Rift-Tor? Und bin in Oblivion. Armschützer? Kein Problem. Ja, genau. Sie glitzern und sind ganz bequem für zwei Stücke Blech. Fast als wären sie für mich gemacht. Sind sie. Und, wie zieht man sie wieder aus? Gar nicht. Und der Typ verlangt, dass ich ihm vertraue. Wer ist diese Herrin, von der du erzählt hast? Ich diene Arella. Sie ist das Gute und Reine. Die Kraft und die Tugend. Sie ist Rechtschaffenheit. Sie ist Großmütigkeit. Sie ist ein Mensch, ja? Sie ist kein Mensch. Sie hat weder Fleisch noch Blut, weder Gefühle noch Begierden. Sie ist eine der zwei Urkräfte, die das Universum beherrschen. Sie ist Ordnung. Und wer ist die andere? Die andere Kraft ist Abaddon. Die Verkörperung des Chaos. Herr über Verderbnis und Zerfall. Er ist der ewige Feind meiner Herrin und der Grund meines Daseins. Ja. Weißt du, ich denke, du wirst mich dieser Arella vorstellen müssen. Aber ja, und sie wird hocherfreut sein, dich zu sehen. Doch zuerst zeige ich dir mehr von Oblivion. Folg mir bitte. Skree, glaubst du, ich fange bald an, all das zu begreifen? Kannst du nicht mal was sagen, wovon mir nicht schwindelig wird? Ich glaube, dein Louis wurde vielleicht hierher gebracht. Louis? Hier? Du musst mir helfen, ihn zu finden. So, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Let's Play, und zwar Primal bei Steve Fox. Bei Fox, besser gesagt, ja. Ich habe nochmal, glaube ich, den Untertitel jetzt nochmal eingeschaltet, und was kann man noch dazu viel sagen? Ich bin jetzt nochmal hier zurückgelaufen, um euch mal zu zeigen, ja, das hier ist sowas ähnliches wie ein, ja, Stargate, das uns im Laufe des Spiels öfters auf den Weg kommt. Das ist der Nexus, und wie man gesehen hat vom Primal, ist die Geschichte ganz schön, ja, man wird schnell hereingeworfen, man weiß noch gar nichts, was überhaupt los ist. Und da kann ich euch nur eins sagen, bin so froh darüber, dass ich ihnen nichts erzählen muss, denn es wird alles erklärt. Jedes einzelne Stück. Der Soundtrack ist total geil, wer sich dafür interessiert, für die Heavy Metal oder Metal Musik, denn die kommt von, oder stammt von 16 Volt. Wir laufen unseren kleinen steinernen Freund her, und zwar Skree. Ja, Untertitel ist an. Und werden in den Nexus hineingehen und mal schauen, was uns da erwartet. Schaltet nicht immer gleich weg, wenn euch das nicht sofort ansagt, was sagt hier im Spiel. Aber ich kann nur eins sagen, es ist richtig geil gemacht worden. Es hat ein paar Fehler, aber dennoch ist es ein sehr guter Titel mit einer sehr interessanten Geschichte. Und ja, wir suchen natürlich auch unseren Freund und mal gucken, was auf uns zukommt jetzt. Eins von denen also. Im ewigen Kampf zwischen Chaos und Ordnung muss auch das Gleichgewicht zwischen den beiden erkämpft werden. Und hier, im Herzen des Nexus, geschieht genau das. Die zwei Urkräfte zu sammeln, sie zu zügeln und ein sicheres Gleichgewicht zu wahren. Das ist die gewaltige Verantwortung des Kronos. Dieses Gerät ist auch gewaltig. Da hängt ja ein Typ in der Maschine. Wie gesagt, Jen, Kronos. Jetzt guckt er mich an. Vielleicht wird er dich ja auch. Ja, der Typ macht seinen Job bestimmt gut. Da drin. Da drauf. Verdammt, Skree, ist an das Ding angeschlossen. Kronos lebt im Herzen dieser uralten Maschine.
Es gibt 4 Reiche in Oblivion Gen. 2 auf Seiten der Ordnung, 2 auf der des Chaos. Jedes Reich hat sein natürliches Gleichgewicht und erzeugt die richtige Menge Urenergie, die in den Nexus gezogen und von Kronos an Arella und Abaddon abgegeben wird. Kronos regiert seit Urzeiten weise und gerecht. Er teilt ihnen beiden ausgewogene Kräfte zu. Ohne ihn gäbe es weder den Nexus noch Oblivion oder Dein Mortalis. So einfach ist das. Wenn ich so weise wie dieser Kronos wäre, würde ich mir einen leichteren Job suchen. Mal abschalten und ein bisschen Urlaub machen. Ich kann nur hoffen, dass dein Verantwortungsbewusstsein so groß ist wie dein ausgesprochener Sinn für Humor. Ausgesprochen gut oder aus... Ausgesprochen unangebracht. Irre. Ein kleiner Troll, der mit mir schimpft. Geht's ihm gut? Das sieht echt nicht gesund aus. Nein, die gewaltige Macht des Chaos übermannt ihn. Abaddon setzt seinen uralten Plan in die Tat um, den Bruch mit der Ewigkeit. Er vergiftet heimlich die Reiche der Ordnung und stärkt die Reiche des Chaos. Der Narr erschüttert den Nexus wie ein Boot, das kurz vor dem Kentern steht. Sieh nur, wie der Wächter leidet, um die Oberhand zu wahren. Er schafft es nicht mehr lang. Komm mit, Jen. Wir haben keine Zeit. Okay, okay, ich komme. Lass mich bloß nicht hier sitzen. Ja, Kronos leidet dadurch, dass das Chaos, also eigentlich kann man fast sagen, die Hölle, die Oberhand gewinnt. So, ja, Leute, ich war kurz weg, war gerade ein bisschen Aufnahmeprobleme. Ich wollte eigentlich nur kurz das zeigen, denn das brauchen wir später, um uns aufzuladen. Nicht der Nexus. Und die hatten damals schon Maschinen gehabt, also ist es gar nicht mal verkehrt, was wir Menschen machen. Naja. Gut gegen böse, kennt man ja. Und gleich gibt es ein kleines Video, mal schauen, ja, was es genau sein wird. Oh, das sieht aber hübsch aus. Hier ist in der Mitte so ein kleiner Turm und das ist wahrscheinlich unterschiedliche Bereiche für die unterschiedlichen Welten, die er gerade aufgezählt hat, aber lasst euch überraschen. Es hilft nichts. Ich muss wohl doch nachfragen. Skree? Fragen, nichts als Fragen. Und wenn ich einmal will, dass du fragst, dann tust du es nicht. Was ist denn? Die Symbole da. Ah. Oh. Ich nehme an, du hast das bemerkt. Ja. Es gibt da eine auffallende Ähnlichkeit. Es ist identisch, du Trottel. Louis hat es ganz am Anfang für mich gezeichnet. Wie kommt es, dass das Symbol hier überall ist? Ich kann's dir nicht sagen. Können oder wollen? Du trägst das Mal, Jen, nicht ich. Ich weiß auch nicht alles. Das ist doch kein Mal, sondern bloß ein Tattoo, verdammt. Louis behauptet, es sei eine alte Schutzrune. Ich fand sie einfach cool. Woher kennt Louis das Symbol? Das ist äußerst wichtig. Er wollte es mir nicht sagen. Vergiss es. Bei all dem anderen Scheiß macht mir das bestimmt keine Angst. Komm weiter, Kleiner. Eine gewisse Ähnlichkeit hat sie schon. Ja, und die Armschützer passen ja auch perfekt. Woran kann das liegen? Ja, na, das werdet ihr auch erfahren, wenn ihr weiterguckt. Und wir nähern uns ein Stargate. Sehr sexy. Und es funktioniert genauso wie ein Stargate. Wo sind wir jetzt? Dies ist das Königreich Solum. Die Zeit steht still in den 4 durch den Nexus verbundenen Reichen. In diesem Reich herrscht ewige Nacht. Und lass mich raten, ewiger Winter? Solum hat ein hartes Klima, aber nicht zu hart für seine Einwohner. Die Ferae sind starke, kluge Jäger. Wie bitte? Jäger? Jede der Welten Oblivions wird von einer anderen Rasse bewohnt. Und ja, die Ferae sind wild und manchmal brutal, aber grundsätzlich gut. Du wirst noch viel Schlimmerem begegnen, glaub mir. Na toll. Solum und sein Volk waren immer auf Seiten der Ordnung und gaben meiner Herrin Arella Macht.
Und jetzt geht alles schief. Habe ich recht?